Servus liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Wir sind immer noch im Orbit von Tuchanka. Wir haben noch eine Aufgabe und zwar beim letzten Mal haben wir den 9. Zug zu Helden gemacht und den Sohn des Primarchen auch. Der ist zwar leider gestorben, aber das scheint den Primarch gar nicht mal so berührt zu haben, wie ich das eigentlich dachte. Aber gut, der kann ja jetzt auch hier nicht losflennen. Ja, liebe Freunde, falls ihr euch wundert, dass in letzter Zeit weniger Videos kommen, bitte ich dies nochmal zu entschuldigen. Es hat natürlich seine Gründe. Ich habe euch ja mal so zwischendrin erzählt, dass ich einen neuen Job habe und der fordert mich richtig ordentlich. Deswegen kann es halt jetzt eben sein, dass halt mal auch zwischendrin eine Woche oder so wirklich gar nichts kommt, weil ich da einfach nicht da bin und keine Möglichkeit habe, auf YouTube online zu kommen und die Videos freizugeben. Und einen Ralf kann ich eben auch nicht immer bitten. Und ich komme auch gar nicht mehr wirklich zum Hochladen und zum Aufnehmen. Also ich bitte euch, das zu entschuldigen, wenn es da Durststrecken gibt. Ich schaue, ob das neue Jahr da Besserung bringt. Ich kann es aber nicht versprechen. Wie gesagt, ich habe mehr Aufgaben als wie früher. Und ja, es ist einfach viel mehr zu tun. Und bin halt auch oft in ganz Deutschland unterwegs auf Geschäftsreise. Und deswegen, wie gesagt, ja, fürchte ich auch, dass ich vielleicht bald sogar das mal komplett auf Eis legen muss. Aber da würde ich euch natürlich noch dementsprechend informieren, falls das so sein sollte. Bis dahin machen wir natürlich noch weiter. Mass Effect ist auf jeden Fall ein Projekt, das ich zu Ende machen möchte. Dann schauen wir erstmal auf unser privates Terminal. Danke von Jessica Frohm. Sehr geehrter Commander Shepard, mein Name ist Jessica Frohm. Sie haben mir auf Benning das Leben gerettet. Ich habe viele Freunde verloren, aber mir gibt der Gedanke Hoffnung, dass die Erinnerung an sie in mir weiterlebt. Ich weiß, ich bin nur eine einzelne Frau, aber ich wollte sie wissen lassen, dass sie wirklich etwas bewegen. Gott schütze sie, Commander. Jessica Frohm. Ja, danke, Jessica und so, ne? So. Trainer? Ich habe von Victus gehört. Ein tapferer Mann. Ich könnte das einfach nicht. Wissentlich mein Leben für die Mission opfern. Nicht? Weshalb sind Sie dann noch hier? Sie sollten es eigentlich gar nicht sein. Ich kann nicht gehen. Ich desertiere doch nicht mitten im Krieg. Außerdem möchte Edi, dass ich bleibe. Sie könnten am Tegel arbeiten. Hackett hätte Verwendung für Sie. Warum sind Sie also noch hier? Weil ich helfen will. Aber ich werfe mich nicht auf eine Bombe. Sehen Sie sich diese Galaxiekarte an. Wissen Sie, wie viele Strategiespiele darauf beruhen? Sie spielen sowas? Manchmal. Ist mir zu modern. Schach ist mir lieber. Zu Hause habe ich Figuren aus Rosenquarz und Hämatit machen lassen. Ich habe gern was Festes in der Hand. Da ich jetzt Ihre Schwäche kenne, sollten wir mal eine Partie wagen. Das wäre lustiger als gegen Edi. Edi schwitzt nicht. Sie schwitzen beim Schach? Kommt drauf an, wie viel Spaß wir haben. Commander? Sie hat gern was Festes in der Hand. Alles klar. Ich würde mal sagen, wir machen mal unsere Mission. So, und zwar die Genophage heilen. Das wird spaßig. Feind bei Landekoordinaten geortet. Joker, Details. Die Sensoren zeigen einen Reaper direkt bei der Mantelanlage. Sie können dort auf keinen Fall mit einem Shuttle landen. Alle unverzüglich in die Einsatzzentrale und den Mantel beobachten. Jawohl, Sir. Neuer Typ von Reaper, Shepard. Benutzt Mantel zur Vergiftung von Tuchanka-Atmosphäre. Nicht gut. Sie wollen einen Kampf? Jetzt haben Sie einen. Primarch, wir brauchen Ihre Hilfe. Das könnte schwierig werden. Unsere Verluste auf Pelevan waren katastrophal. Wir tun das hier für Pelevan. Keiner sagte, dass es leicht wäre. Was haben Sie vor? Kombinierter Angriff. Ihre Leute fliegen einen Luftangriff auf den Reaper. Rex, gleichzeitig greifen Ihre Soldaten am Boden an. Gemeinsam können Sie ihn von dem Turm wegbringen. Ja, Ablenkung. Kleines Team erreicht Mantelanlage und stellt Heilmittel fertig. Eva muss uns begleiten. Wir waren einem Reaper noch nie so nah. Sind alle an Bord? Gibt's daran Zweifel? Gehen wir, Pycheck. Zeit, die Genophage zu heilen. Commander, eine dringende Meldung. Ich lege sie Ihnen in den Kommunikationsraum. Oh. Dalatras? Commander Shepard, wir wissen, dass Sie in Tuchanka sind.
auf. Und Morden Solus hat bestimmt vorgeschlagen, den Mantel zu benutzen. Spionieren Sie uns nach? Wohl kaum. Der Mantel ist die einzige vernünftige Möglichkeit, die Sie haben. Commander, fehlgeleitete Sympathie für die Korgana darf nicht Ihre Urteilskraft vernebeln. Glauben Sie ernsthaft, dass die Heilung der Genophage zu dauerhaftem Frieden führt? Wir müssen den Korganern diese Chance geben. Sie können einfach keine ganze Spezies aussterben lassen. Die Fortpflanzung der Korganer wird außer Kontrolle geraten. Wir haben die Korganer wegen ihrer Gewalttätigkeit unterstützt, nicht wegen ihrer Diplomatie. Ein weiterer Krieg ist unvermeidlich. Was wollen Sie, Dalatras? Vor Jahren haben unsere Agenten die Mantelanlage sabotiert, damit das, was Sie planen, nicht mehr möglich ist. Mordin wird die Fehlfunktion sicher entdecken und reparieren. Aber wenn Sie das verhindern, wird das Heilmittel beeinflusst und wirkt nicht mehr. Niemand würde die Veränderung bemerken. Ein Betrug an den Korganern? Sie können sich dumm stellen und Erden und Rex glauben lassen, sie hätten ihr Versprechen erfüllt. Da würde Mordin niemals mitspielen. Was Sie mit dem machen, entscheiden Sie, Commander. Wir bieten Ihnen dafür unsere besten Wissenschaftler für den Bau des Tigels und Unterstützung durch unsere Flotte. Falls ich das Heilmittel sabotiere. Denken Sie darüber nach, Commander. Es ist Ihre Entscheidung. Na, ich weiß ja nicht. Wir haben ja eigentlich schon ziemlich viele Salarianer an Bord. Warum sollte ich also das Wissenschaftsteam der Dalatras annehmen, nur um die Unterstützung der Korganer mir versagen zu lassen? Nee. Das, na ja, wobei, das entscheide ich dann, wenn wir es geschafft haben. So, 4 Punkte. Ich glaube, ich spare noch ein bisschen. Ich glaube, ich spare mal bei allen noch. Momentan sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Ich habe die Clans zu den Hollows bestellt. Unserem heiligen Versammlungsplatz. Wir landen dort und greifen den Reaper mit einem gepanzerten Konvoi an. Das wird ein großer Moment in der Geschichte der Korgana. Große Augenblicke korganischer Geschichte, meist blutig. Diesmal hoffentlich besser. Commander, Sie wirken besorgt. Oh. Ich glaube, ich kann die Entscheidung doch nicht mehr aufschieben. Ich habe eine Nachricht von... Rex, hier Reef. Die Reaper sind schon bei den Hollows. Feuert aus allen Rohren. Festhalten! Wir gehen runter! Schön versaut. Oh yeah! Shepard, halten Sie sie von der Frau fern. Ich kläre den Rest mit den anderen Clans. Alle visieren ihre Ziele an und achten auf 6 Uhr. Los jetzt! Der Feind nähert sich! Vorrücken! Sie dürfen nicht hier raufkommen! Hallo? Erst Pelevin und jetzt das hier. Es ist noch nicht vorbei, da sind schon wieder welche unterwegs. Ich glaube, wir benutzen mal die Pistole. Wir haben sie fast alle erwischt. Irgendwann wird man darüber Kriegslieder singen. Endlich durchtränkt Reaper-Blut unseren Boden. Los zum Mantel! Der Luftangriff erfolgt in Kürze. Frau sicher, Shepard. Vitaldaten stark. Was macht ein Salarianer hier? Davon hat niemand was gesagt. Mehrere Korganer. Problematisch. Er heißt Morden Solus und will die Genophage heilen.
Warum sollten wir ihm trauen? Ha, ich liebe das. Weil ich ihm traue. Das wirst du. Schluss jetzt! Ihr könnt hier rumstehen und in alten Wunden stochern, wie es die Kroganer immer getan haben. Oder ihr bekämpft den Feind, für dessen Vernichtung ihr geboren wurdet, und schafft unseren Kindern eine neue Zukunft. Ich werde kämpfen. Wer kommt mit mir? Ich bin dabei. Und ich auch. Und jetzt Kopf hoch wie echte Kroganer. Wir haben einen Reaper zu erledigen. Ich glaube, Morden fühlt sich gerade nicht so wohl. Verständlicherweise. Zwischen purem Testosteron, glaube ich, ja. Falls das bei denen so heißt. Kroganischer Bodenkonvoi, hier Turianisches Geschwader Artemek. Flugvektor zum Mantel steht. Wir werden in 10 Minuten da sein. Verstanden, Artemek. Wir sind unterwegs und versuchen Zeit aufzuholen. Shepard, Ende. Reef ist nicht der einzige Kroganer, der Rache für die Genophage will, Rex. Sie müssen sie irgendwie beschwichtigen. Der Rat muss uns was vom alten Territorium zurückgeben. Wir brauchen Raum zur Expansion, um den Ruhm der Ahnen wieder zu erlangen. Der Ruhm der Ahnen führte zu den kroganischen Rebellionen. Unzählige Tote, Herstellung der Genophage. Expansionsplan? Problematisch. Wie waren denn die früheren Kroganer? Tuchanka war nicht immer ein Ödland. In den alten Zeiten waren die Kroganer ein stolzes Volk. Wir hatten Träume. Eine Zukunft, auf die wir uns freuten. Bis zur Einmischung der Salarianer. Nein. Wir haben Tuchanka selbst zerstört. Die Technologie hat uns verändert. Das Leben wurde zu einfach. Neue Herausforderungen fanden wir am Ende nur bei uns selbst. Ein Nuklearkrieg war unvermeidbar. Und jetzt ist unser Planet im Arsch. Wir brauchen einen besseren Lebensraum. Na dann, auf geht's. Ihre Hilfe gegen die Reaper wäre einen neuen Planeten wert. Oder 10. Sie haben ja keine Ahnung, wie schnell wir uns vermehren. Rex! Was denn? Nach der Heilung der Genophage haben wir einiges nachzuholen. Commander, im Shuttle. Wollten Sie da etwas sagen? Ja, wollte ich. Ich will es eigentlich immer noch enthüllen. Die Dalatras wollte ein Geheimabkommen mit mir schließen. Was für ein Abkommen? Sie sagte, der Mantel wurde vor Jahren sabotiert. Wir müssen ihn reparieren, sonst funktioniert das Heilmittel nicht. Vor Jahren haben unsere Agenten die Mantelanlage sabotiert, damit das, was Sie planen, nicht mehr möglich ist. Und Sie dachte, wir würden das nicht merken? Korrekt. Hätte Tests vermutlich getäuscht. Bin aber vertraut mit STG-Arbeit. Schaffe das. Bin nicht umsonst so weit gekommen. Sie haben unser Volk gerade vor einem weiteren Genozid bewahrt, Commander. Ich wusste, wir können auf ihn zählen. Tja, Dalatras, du kannst meinen haarigen Arsch küssen. Ich hasse so Rückenstecher, Leute. Wie auch immer. Denn erst sagen, nö, wir helfen nicht, und dann kommen sie hinten rum, ja, wir helfen, aber nur wenn wenn du den anderen dein Messer in den Rücken rammst, ohne dass sie es merken. Sowas finde ich asozial. Rex, Sie und Morden bleiben bei Eva. Sieht übel aus da draußen. Geht klar. Reaper sind größer als ich dachte. So habe ich den Himmel noch nie gesehen. Und vergessen Sie nicht, sie zurückzubringen, wenn Sie fertig sind, Mensch. Sehen Sie sich diesen Reaper an. Da draußen findet das Ende der Welt statt. Das wird mein erster Kill. Aber sicher nicht der letzte. Was ist los, Shepard? Wir können nicht einfach so rumsitzen.
Können wir nicht, aber ich muss erst noch ein bisschen schauen. So. Geht's nicht weiter? Die Straße ist kaputt, der Konvoi kommt nicht durch. Legt halt ein Brettel drüber. Artemek, hier Shepard, wir wurden aufgehalten. Nicht angreifen! Negativ, Commander. Abbruch nicht möglich. Der Reaper weiß bereits, dass wir da sind. Ein Luftschlag reicht bei einem Reaper nicht. Wir müssen mitkämpfen. Verdammt! Neue Straße bauen? Egal. Weiter jetzt. Commander! Kontrolle verloren! Kann ihn nicht hochziehen! Weg hier! Wow, scheiße! Warum sind sie da nicht gleich drüber gefahren? Artemek, hören Sie mich! Wir müssen abbrechen, Commander. Der Reaper reißt uns in Stücke. Verstanden. Ja. Retten Sie Ihre Piloten. Wir finden einen anderen Weg. Ist der Tunnel. Vielleicht ein Fluchtweg. Dann mal los! Ist euch das nicht irgendwie früher eingefallen oder so? Ernsthaft? Rex, empfangen Sie das. Sind alle okay? Ja, nur Kratzer. Nichts, was der Solarianer nicht zusammenfliegen kann. Reeves Truck hat's auch rausgeschafft. Die Turianer mussten den Luftangriff abbrechen. Wir brauchen einen neuen Plan für den Reaper. Erst müssen wir sie finden. Wo sind sie gelandet? Unter der Erde. Wir sehen irgendwelche Ruinen. Commander, das ist die Stadt der Ahnen. Wie kommen wir da raus? Es gibt keine Karten. Der Ort ist seit Jahrtausenden verlassen. Sie finden noch immer einen Weg, Shepard. Kämpfen Sie sich durch, wir treffen uns dann schon. Nichts wird dieses Heilmittel aufhalten. Ich kann aber Rex ganz gut verstehen, dass er darauf sehr erpicht ist, auf dieses Heilmittel. Nichtsdestotrotz möchte ich die Zeit nutzen, um mich in der Stadt der Ahnen umzuschauen mit der nicht beeinflussbaren Taschenlampe. Ich hätte die Kroganer nie für künstlerisch begabt gehalten. Man beachte, dass Gehorsam das Thema des Ganzen ist. Ah, nicht schlecht. Weil ich eher weniger glaube, dass es was mit künstlerisch zu tun hat. Da ist es wohl. Wie ein Erdbeben hat sich das eben nicht angefühlt. Rex, spüren Sie diese Erschütterungen? Hier oben nicht. Es könnte etwas anderes sein, Commander. Kalros, die Mutter aller Dreschlunde, soll in diesem Gebiet leben. Na, Prostmahlzeit. Ein weiterer Grund, ihren Arsch da rauszubewegen, Shepard. Beeilung! Kalros, die Mutter aller Dreschlunde. Klingt beunruhigend. Wenn Kroganer einem Dreschlund einen Namen geben, bedeutet das Ärger. Sie glauben nicht, dass den jemals einer tötet. Kalros, würde ich vermuten. Beeindruckend. Hoffentlich stimmt der Master. Wenn das Ding noch größer ist. Ich glaube nicht, dass der Maßstab stimmt. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Dreschlund sehr, sehr groß ist. Und ich habe auch so das Gefühl, dass wir das bald erfahren werden. So, es gibt wieder zwei mögliche Wege. Okay, gibt's doch nicht. Es gibt nur einen möglichen Weg gerade. Den beschreiten wir aber erst beim nächsten Mal. Werden wir tatsächlich noch die Genophage heilen oder nicht, erfahren wir beim nächsten Mal. Und zwar, wenn es wieder heißt, Let's Play Mass Effect 3. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ciao, Freunde. Macht's gut.